at the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Da bin ich mal gespannt. Oh nein, nicht 15 Fahrzeuge. Und alle dürfen heute mit im Fahrzeug aus Bayern ausrücken. Wundert mich, dass die für alle ins Herz gekriegt haben bei dem Chipmangel. Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen BMW 12.0 Challenge hier in Laguna Seca, Amerika. Und heute wieder meine zwei Spezies am Start, der Bernie und der Tommy. Also ihr habt ja aber auch ein paar Größen dabei, ne? 2600er iRating, 3100er iRating, Westover hier. Bruno Vittori, 3000er iRating. Alexandru Negu, 2600er iRating. Ihr habt euch aber hier gesetzt. Aber einträchtig beieinander hier, 98 Startposition. Oh, Bernie auf 6. Ja, bin ich vor Ort drin. Elfter. Da haben wir einen 8. und einen 11. Platz zu stehen. Auf Pole Position der Herr Westhofer. Aaron Fuchs. 2 auf 2. Oder Alberto Blanco, oder? Das nicht. Alberto Blanco. Das ist bestimmt ein Cousin von Roberto. Oder der Bruder. Aber wenn es ein Bruder wäre, dann würde der hier die Senior-Trophy gewinnen. So, wir sind halt dann hier mehr so Bumpergas oder fahren die hier sehr gesittet? Oh. Oh, so, nochmal alles gucken hier. Aber sollte nicht. Ach, der ist schon lange kein Rennen mehr gefahren. Ach, da ist er ja. Boah, eine ganze Einführungsrunde, alter Verwalter. Echt? Ja. Jo. Zum Kennenlernen. Da kann man schon mal den Vordermann anstupsen und hallo sagen. Wo knallt die denn nach dahin? Das ist wie in Watkins Glen, der Tommy gefahren, da sag ich den Dämpfer. Also alles sauber, in dem Augenblick knallt er neben dem Vordermann drauf. Direkt in dem Augenblick, wo ich es gesagt habe. So, da geht das Feld auf die Reise. Na mal gucken, wenn der Roberto Blanco vorne mitmischt, dann ist bestimmt Spaß angesagt. Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Aber was für Namen hier, das macht mich ja fertig als Moderator. Yuanmi Matsu. Sein Kind Yuanmi nennt. Steht doch im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist wieder das vor. Boffa. Damien. Wow. Wenn ich beinahe einem noch hinten reingerauscht hier, dem Pinky da.
Christian, mit Y. Der Christian Strafka. Der nehmt der Oscar Sabatier. Ich bin hier wegen Safety Rating. Ah doch, die letzten Rennen, die waren auch ganz schön heftig hier. Die haben reingehauen. Na. An wie die Warmblut. Mit der Suche zu lösen. Super nett. Machen wir, Wobbler. Pacecar ist abgebogen. Seid ihr aufgeregt? Na klar. Alles gut, die Jungs. Toi, toi, toi. Und da ist die grüne Flagge gefallen. Ruhe jetzt hier im Karton. Und alles von dem sauber bisher. Da habe ich den ersten Platz gut gemacht. Den Oscar Sabatier. Alle ziemlich sauber. Louis Westhofer vorne. Dahinter Aaron Puck zweite und Roberto Alberto Blanco. Martin Kramina auf vierten Platz. Dann haben wir den Joachim Barto, Justin Edges, David Streetland und den Bernie. Alle wie auf der Perlschnur aufgereiht. Ja. Oh, und da ist Jürgen zu weit rausgekommen und wird angegriffen vom Aaron Kump, der jetzt vorbeigeht. Ja, ganz schön. Der ist ganz schön gedivebombt da, der Gelbe. Ja, ich glaube, du willst wissen. Wieder Wischling. Naja, aber ich hab den nur noch. Boah. Oh, jetzt Bernie ist ausgerutscht. Und da geht der Tommy auch biegen. Ja, ich muss da immer ausweichen. Schade. Bist zu aggressiv auf der Bremse gewesen. Da ist wieder Open. Vorne ganz eng auf Kappen. Aber bis auf euren Ausdruck schon bisher alles sauber hier. Danke. Oh, guck mal, was jetzt hier hört. Wie dominiert das hintere Feld, ja. Noch größere Fehler hier. Aaron Kump wird weiterhin. Ja, die kommt rein.
Oh, es gibt hier einen Leo Jubilant im Angriff. Was? Jetzt reden wir noch auf Berghof. Position 5 hat's gelöffelt, kann das sein? Ich bin ja noch nichts zu sehen. Wow, Vorsicht, Bernie! Ja, ich hab dasselbe. Sind alle noch da? Oh, jetzt geht der erste Flieg. Sorry, Field Walker. Auf dem wir einen Siegplatz von der Justin Edge müssen wir eigentlich gewählt. Oh, schon wieder, ey. Bin ich innen geblieben. Naja, wenn der Anschluss an die Gruppe wechselt, Tami, da geht vielleicht noch was. Oskar Sabatier, Alexandre Ligut und Adam Kruppa. So, Alberto Blanco mittlerweile auf dem zweiten Platz. Und der Louis Westover, der ist auf dem fünften zurückgefallen. Alberto Blanco. Von der Martin Kamigna ist auch dran. Also verschaltet, ey. Also Louis Westover wieder weg nach vorne ist. Aber diese beiden Kurven, na, die laufen nicht so dolle. Vorne Platz 1, 2, 3, haut eng zusammen, da passt eng das Papier dazwischen. Dahinter schon eine Lücke von 5 Sekunden. Oh, jetzt fliegen die nächsten. Oskar Sabatier abgeflogen. Auf den Tommy, der kommt mit der Strecke zurück. Ja. Gut gemacht. Angst! Jetzt ist er direkt hinten dran. Ah, dann werde ich wohl nicht wegfahren können, ey. Thank you.
kaum raus. Zeigt sich schon mal. Während sich das hier vorne so langsam ein bisschen eingetrampelt hat. Oh Gott, ey. Alter. Achtung, jetzt greifen wir an, ne? Weg zurück. Lücke rausgefahren. Ich seh's. Er winkt. So, hier unten jetzt kleine Mordform rausgerückert und noch Roberto Blanco ist auf den dritten zurückgefallen. Oh, der wohnt aber nicht in der Kamera. Vorletzte Runde. Ah, 02. Hoffentlich räumt das nicht mehr ab. Ausgang Hawksbrough scheint sich besser zu blicken. Oh,
Sonderwirke ab, ey. Oh. War geschafft. 11. Platz. 11. Platz habe ich. Bernie ist ein Schleppig gefahren. Besser auf deinen BMW hier geschissen. Ich wäre doch besser Le Mans gefahren. Ja. Ja. Ah ja. Der Drecksal kannst du dir in die Haare schmieren. Jetzt habt ihr beide kräftig verloren. Oh ja, geht. Ach. 27. Nur Bernie 82 verloren. Da ist er. Ich hab die 2000 kaputt gemacht. Aber das Schöne ist doch, die nächsten Rennen werden wir dann halt immer zusammenfahren. Das ist cool. Was für Rennen? Ja, weiß ich nicht. Ja. GT3 zum Beispiel können wir fahren. Denn GT3 ist auf Suzuka, glaube ich, ja? Ja. Ja. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs. Because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track of Silverdale. And the number 75, that puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chain. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.